So, guten Morgen. Ich wollte euch mit rüber in den Stall nehmen. Ich habe Frühschicht. Es ist 10.05 Uhr. Ist ein Wecker für Schwerhörige. genau. Als quasi Betriebsleiter mache ich mir immer ziemlich viel Gedanken und schlafe meistens relativ schlecht. Und da braucht man sowas, wenn man Frühschicht hat, dass man auch rauskommt. Genau. Ich ziehe mir jetzt ein paar Hosen an und ihr könnt euch in der Zwischenzeit den Kanal-Trailer angucken. Direkt am Stall. Das ist unsere Teeküche. Ein bisschen verranzt. Aber ich gehe nicht direkt zum Stall, sondern erstmal einen Kaffee. Halt. Genau. Und Ofen anmachen. Kaffee geht's da raus. Kaffee. Also, ich bin jetzt am Stall und jetzt gehen wir rein. Wir haben hier nachts immer ein Nachtlicht an. Jetzt geht's ganze Licht. Da in der Mitte ist ein Futterband und da mache ich dann morgens meinen ersten Gang, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Gehen wir mal nach hinten. Oh. Gestern Abend hat noch jemand Spätschicht gemacht. Die sind normalerweise bis 12, 1 im Stall. Und genau, ich schaue dann morgens. Oh, da hinten sehe ich schon eins. Na, das seht ihr wahrscheinlich nicht. Da gehen wir gleich hin. Ich gucke gerade noch weiter. Hört man das Stöhnen? Ich mag das total. Da ist noch eins. Es geht da einfach darum, dass die Mütter ihre Lämmer nicht vertauschen, dass Geburten nicht viel zu lang dauern und wir vielleicht im Zweifelsfall dann auch einfach helfen können. Ich gucke jetzt mal, was mit denen zwei, die ich gesehen habe, los ist. Immer mit der Ruhe, die Kamera. Normalerweise sind die ein bisschen cooler drauf. Du stehst ein bisschen in der Ecke und das scheint mir nicht deine Mutter zu sein, oder? Mutti? Nee, Mutti hat noch nicht gelangt.
Dann nehme ich mir das Lämmle mal mit und schauen wir mal zu dem anderen. Ja, das sieht besser aus. Da hat eine gelammt. Machst du das auch? So, die müssen jetzt in der Hand. Mie. Da wollen sie das mitzunehmen. Mie. 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 Da haben wir noch eine. Zum Lamm kommt erstmal keine, da kann ich mir dann. Also, sieht relativ schlecht aus. Die will das Lämmle nicht. Ich tue gleich ein echtes Lamm dazu. Da muss ich gucken, ob ich für das Lämmle noch eine andere Mutter finde. Wichtig ist aber, dass es jetzt Kolostrum bekommt, also die Biestmilch, die erste Milch. Deswegen setze ich es jetzt bei der Mutter einfach mal an. Also einfach ist gut, ich versuche es halt. So, wieder in unserer Teeküche. Ich muss Milch machen für die Lämmung. Weil es so früh ist. Und ein bisschen gedauert hat. Mache ich die in der Mikrowelle. Wenn es mal schnell gehen muss, ist das super. Wir haben Milch vom Nachbarn. Rohmilch. Sehr gute Erfahrungen mitgesammelt. Kann es ja losgehen. Die Milch sollte 40 Grad haben. Das ist die Temperatur, wo die so ein scharfer Körpertemperatur von 39,5. Und das braucht die Milch auch. Jetzt muss ich los, bevor sie kalt wird. So, Fläschchen, kurzer Temperaturtest. Passt. Das sind alles Lämmer, wo die Mutter nicht genügend Milch hat für zwei. Oder wenn es nicht nimmt. In dem Fall. Ist es so, dass die eins untergestoßen gekriegt hat, aber die Milch vermutlich nicht reicht. Da füttern wir die Lämmer einfach bloß zu, wenn sie es denn nehmen. Nehmen wir ganze Flaschen Lämmer. Die dann komplett Milch bekommen müssen, bei der reicht's. Da müssen die Lämmer angesetzt werden. Die hatten sehr tief hängendes Euter und wir sind halt nicht ganz sicher, ob die das gut auf die Reihe kriegen. Vor allem auf der einen Seite sieht das eher schlecht aus. Ja, da ist aber was drin. Passt schon, Mutti, hä? Oh! Den Rest Milch
dann für die Steilkatzen. Katze, da ist Milch im Stall. So, das war's fürs Erste. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Daumen hoch. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare. Ich schaue da regelmäßig. Und zum Ende noch kleiner Hinweis auf unsere Spardose. Ich habe eine kleine Technik-Spardose eingerichtet, um neue Technik anzuschaffen. Link gibt es in der Beschreibung und die Dankeschöns kommen gleich. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis bald. Für die Beteiligung möchte ich mich bedanken bei Wolfgang van Oorschot und bei zwei anonymen Spendern. Vielen Dank euch und bis bald.